Liebe Freisinnige, liebe Freunde von der FDP, die Liberalen, sehr geehrte Damen und Herren. Zuallererst möchte ich mich bei Ihnen bedanken für den immensen Aufwand, den Sie geleistet haben mit Blick auf das vergangene Abstimmungswochenende. Es waren intensive Debatten und Sie haben vor allem gezeigt, dass unsere direkte Demokratie lebt. Heute geht es mir aber um etwas ganz anderes. Im kommenden Januar stehen wir genau zwischen zwei Wahlen, den nationalen Wahlen 2019 und 2023. In den letzten Jahren durfte ich mit Ihnen eine liberale Umweltstrategie erarbeiten. Wir stehen kurz vor Entscheidungen bei der Enkelstrategie und wir erarbeiten liberale Lösungen, zum Beispiel mit Blick auf die Europapolitik, mit Blick auf die soziale Sicherheit in der Schweiz und mit Blick auf die Arbeitsplatzsicherheit, gerade auch im Umfeld von Corona. Jetzt habe ich aber auch noch persönliche Pläne. Ich bin extrem stolz, in einem Land zu leben, wo man die berufliche Karriere gleichzeitig mit der politischen Karriere weiterverfolgen kann. Die letzten 5 Jahre als Präsidentin haben es mir aber praktisch verunmöglicht, meine berufliche Karriere auch noch weiterzuverfolgen. Und darum will ich jetzt wieder ein vermehrtes Gewicht auf meinen Beruf setzen. Sie sehen also, genau zwischen zwei Wahlen wichtige liberale Strategien erarbeitet und eine Stärkung von meiner beruflichen Karriere. Darum habe ich mich entschieden, das Parteipräsidium in Absprache mit der Partei bis spätestens Ende dieses Jahres zur Verfügung zu stellen. Das ermöglicht der Partei die Suche von einer geeigneten Nachfolgerin oder von einem geeigneten Nachfolger und dieser Person dann eben mit der Partei gemeinsam in die Wahlen 2023 können zu gehen. Ich bleibe selbstverständlich Nationalrätin und werde dort meine Überzeugungen mit voller Energie eingeben. Und das vergangene Abstimmungswochenende hat ja vor allem eines gezeigt. Bei uns ist niemand gegen Umweltpolitik. Jetzt haben wir die einmalige Chance, die verschiedenen Strömungen unter neuer Führung zusammenzubringen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen alles Gute.